Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute machen wir mal ein Gemüse fürs Weihnachtsspecial. Rosenkohl, aber halt ein bisschen aufwendiger gehalten. Aber sehr, sehr lecker. Halt mit viel Arbeit verbunden. Dafür brauchen wir Rosenkohl, Muskat, Salz, Pfeffer, ein bisschen Öl und Butter. Das war's schon. Rosenkohl. Ich habe mal eine Pflanze noch so gelassen, ne? Die haben wir gebacken. Zuerst putzen wir die. Machen einfach die Plättchen da ab, die wir gar nicht haben wollen, ne? Die unschön aussehen. Wir erstmal weg. So. Dann blättern wir die auf den Rosenkohl. Ne? Wie gesagt, das ist sehr aufwendig. Das ist halt wirklich was für ein Festtag. Ne? Geht einfach, schneidet da immer rein und zieht Blatt für Blatt runter. Ne? Zwischendurch mal den Stängel wieder weg. Dann könnt ihr das wieder ganz gut auffächern hier. Ne? Kleinen Sachen lassen wir so, die kochen wir als extra Gemüse. Ne? Hier wieder Stängel weg, ein Stück. Und aufblättern. Zwischendurch habe ich mal die Pfanne heiß gemacht. Wir brauchen gleich schon eine ziemlich heiße Pfanne. Wieder ein bisschen was wegschneiden. Und wieder aufblättern. Manche gehen schwerer, manche leichter, das ist einfach nur Natur auch des Rosenkohls. Ne? Zu klein würde ich hier nicht machen, das ist okay. Dann geht es wieder weiter mit dem nächsten. Ne? Also schön aufblättern hier. Blättern, 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 blättern. Ne? Haben wir hier so, das ist eine schöne Portion. Fein. Dann gehen wir mal hier drüber. Pfanne muss heiß sein. In eine heiße Pfanne geben wir natürlich Öl rein. Wir brauchen als Gewürz Salz, Pfeffer und Muskat. Und zwar salzig wie die Waschbrühe vorher. Pfeffer die vorher schon. Muskat machen wir nachher rein. Muskat verbrennt auch relativ leicht. Öl in die heiße Pfanne. Seht das schon? Zack. Ne? Passiert richtig was. Die Rosenkohlblätter hinein. Durchsenken. Butter hinzu. Schöne Bewegung halten, damit sie nicht anbrennen. Wir wollen keine Bitterstoffe, die dürfen schon Farbe kriegen, jetzt der Rosenkohl. In dem Fall, aber halt nicht schwarz hier. Ne? So, zur Seite ziehen. Mit Muskat, vielleicht am besten frisch gemahlen, würzen. Fertig war's. Die sind ganz knackig. Schmecken super lecker. Wirklich natürlich der perfekte Begleiter für ein festliches Essen. Wir richten jetzt mal getrennt an. Wenn ihr mal auf das Rouladenbrust-Video schaut mit Nüssen und Äpfeln, da seht ihr das dann gemeinsam angerichtet. Schmeckt halt sehr kohlig. Wirklich was für Rosenkohl. Die Pavone ist natürlich knackig. Ne? Das ist kein weich gekochter, durchgekochter Rosenkohl. So, bon Appetit. Wünsche euch euer Biokoch.